Im Rahmen unserer Sommergespräche in SW1 besucht uns SPÖ-Stadtparteivorsitzender David Stockinger. Herr Stadtparteiobmann, 2016, ein halbes Jahr alt, knapp darüber. Wie ist Ihre Bilanz des ersten Halbjahres für Ihre Partei? Allen voran möchte ich mich mal für die Einladung bedanken, durch die Möglichkeit habe, hier fürs SW1 auch einen gewissen Jahresrückblick und Ausblick zu geben. Ja, das Jahr 2016 hat für die SPÖ schwächert, insofern gleich turbulent begonnen, da ja die ÖBB und der Verkehrsverbund Ostregion den Fahrplan umgestellt haben, und mit dem Fahrplanwechsel im Dezember ist es hier auch zu Verschlechterungen der Anbindung an der S7 gekommen. Wir haben als SPÖ schwächert dieses Thema auch aufgegriffen und auch dann kampanisiert über unsere Medien, über das Internet, über die Zeitungen und auch in Form eines offenen Briefs an die Verantwortlichen. Haben hier auch den Verkehrssprecher der SPÖ Niederösterreich, Gerhard Ratsbazorn, mit eingebunden und natürlich auch unsere Bürgermeisterin, die Karin Bayer, hat hier Initiative ergriffen. Es hat dann einige Gespräche auch gegeben und es hat dann auch einen ersten Verhandlungserfolg gegeben, dass hier auch in der Früh und am späten Nachmittag und Abendzeit der Eilzug nach Wolfsthal bzw. von Wolfsthal nach Wien auch im Bahnhof in der Station Kaiser-Ebersdorf hält, was früher nicht der Fall war, um so hier auch eine bessere Anbindung und eine Aufteilung des Fahrgastaufkommens auch zu gewährleisten. Aber das Thema Verkehr wird natürlich auch in Zukunft ein Thema bleiben, ein wichtiger Punkt bleiben, sei es der Individualverkehr, sei es auch der öffentliche Verkehr, wird für uns als SPÖ wichtig bleiben. Soweit zu einem Sachthema. Wie ist gegenwärtig die politische Zusammenarbeit in der Stadtgemeinde? Grundsätzlich muss man das wirklich positiv erwähnen, dass seit dieser Zeit, seitdem Karin Bayer Bürgermeisterin ist, seitdem wir auch das Arbeitsübereinkommen mit den Grünen geschlossen haben, die Stimmung, das Klima sich auch verbessert hat und dass hier explizit auch von uns ausgehend, von Seiten der Sozialdemokratischen Partei und der Fraktion, hier auch der Wunsch besteht, eben mit allen dementsprechend auch zu kooperieren und bei Sachthemen, die die Kommunalpolitik betreffen, auch gemeinsame Lösungen gefunden werden und sich auch alle einbringen sollen. Eine gute Zusammenarbeit im Gemeinderat ist ja auch wichtig in Richtung Umsetzung und der notwendigen Zweidrittelmehrheiten. Richtig, ja. Grundsätzlich ist das die Voraussetzung, dass man wichtige Großbeschlüsse fassen kann. Und hier sei nur erwähnt, die Beschlüsse, die notwendig waren bezüglich der Aufarbeitung der Causa Multiversum, wo es hier Beschlüsse mit Zweidrittelmehrheit gegeben hat, eben erst vorige Woche der letzte, der notwendig war, um auch den Verkauf des Multiversums letztendlich dann auf Schiene zu bringen. Wie ist hier Ihre politische Stellung, die Stellung Ihrer Partei im Rahmen des Multiversums? Also grundsätzlich bin ich sehr froh darüber, dass sich in allen Fraktionen, allen voran in der eigenen Fraktion, die Erkenntnis durchgesetzt hat, dass wir eben dieses Multiversum nicht auf ewig durchfüttern können und dass es letztendlich eine Lösung geben muss, wo wir das Ganze auf Deutsch gesagt loswerden. Und eine andere Lösung kommt, wo wir nicht mehr als Gemeinde mit diesen Finanzmitteln hängen, wie es jetzt der Fall ist, und wo eben Finanzmittel frei werden für notwendige Investitionen der Gemeinde, für Kindergärten, für Schulen, für soziale Einrichtungen. Da muss die Reise hingehen. Und das sind die wesentlichen Aufgaben auch, die wir uns als Sozialdemokratie für eine kommunale Politik, für eine fortschrittliche Kommunalpolitik vorstellen, nämlich dort zu investieren, wo die Menschen unmittelbar was davon haben, wo die Kinder etwas davon haben und ja, wo wir einfach die Grundlage für die Leute in der Stadt besser verbessern. Sie stehen ja auch im Fokus der Landespartei. Wie ist die Zusammenarbeit mit der Landespartei? Also grundsätzlich kann mich da nicht beklagen. Also ich muss sagen, dass hier das Verhältnis zwischen mir und unserem Landessekretär zum Beispiel ein gutes ist. Mein Verhältnis auch zu unserem Bezirksparteiobmann ein korrektes ist. Man muss vernünftig in einer Partei vernünftig zusammenarbeiten können, auch wenn man jetzt vielleicht persönlich die eine oder andere Position nicht zu 100% teilt, aber man muss sich letztendlich dann auf einen gemeinsamen Nenner finden in einer Partei, wo man dann auch nach außen hin gemeinsame Beschlüsse mitträgt.
In wenigen Monaten ist der Bezirk Wien Umgebung Geschichte. Gibt es einen neuen Bezirk, Bruck an der Leiter? Leider nicht Bezirk Schwechat. Wie ist hier die Ausschau auf dieses neue Gefüge? Also jetzt rein aus parteipolitischer Sicht hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Organisation der Sozialdemokratischen Partei. Es wird auch eine Partei, also Zusammenlegung der Parteistrukturen, der Parteiorganisation und zwei Bezirke geben von Bezirk Bruck und Bezirk Schwechat. Und es wird natürlich hier auch im Zuge der Bezirkszusammenlegung und auch hier die Parteibezirke verschmelzen, was natürlich auch neue Herausforderungen bringt, organisatorischerseits die Frage, wie schaut es in Zukunft aus mit den Mandaten im Landtag, etwaigen National und so weiter. Das wird noch Diskussionen natürlich auch geben, interne im Herbst. Und mit unseren Freunden und Freundinnen aus der Brucker Bezirksorganisation wird es natürlich auch noch Gespräche geben. Ich glaube aber, dass wir auch in Zukunft, wenn man sich auf das verständigt, für diesen Bereich östlich von Wien, eben in diesem neuen großen Bezirk, dann auch seitens der SPÖ dann gut aufgestellt werden. Wenn Sie den neuen Bezirk nicht nur politisch betrachten, sondern auch von der Wirtschaft und von der Lebenswertigkeit, wie beurteilen Sie das? Es ist natürlich eine dynamische Region, die eine hohe Wertschöpfung hat durch die Industriebetriebe, durch auch das mittlere Gewerbe, was bei uns vorhanden ist, durch die Großbetriebe in erster Linie, die Flughafen, ÖMV etc. Ist natürlich ein Motor, Wirtschaftsmotor und hat natürlich auch positive Auswirkungen, nicht zuletzt auch auf die Gemeindefinanzen, weil natürlich die Gemeinden, die diese Betriebe auf ihrem Gemeindegebiet beherbergen, natürlich auch die Kommunalsteuer dann bekommen, die wesentlich ist für eine weitere Entwicklung innerhalb der Kommunen. Wenn Sie jetzt 1,5 Jahre sehen, wo sich die Strukturen in der Gemeinde geändert haben, die politischen, die Verantwortlichen, welches Zeugnis stellen Sie gegenwärtig der Stadtführung aus? Ja, also ich bin der Meinung, dass man natürlich immer Dinge noch besser machen kann, aber ich denke, dass sich das Ganze in die richtige Richtung bewegt und dass vieles auch bereits aufgearbeitet worden ist und dass die Verantwortlichen sauber arbeiten. Ja. Es gibt natürlich immer die eine oder andere auch Meinungsverschiedenheit, auch innerhalb der Regierungspartner. Das ist ganz normal. Wir sind gleich unterschiedliche Parteien, unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Persönlichkeitsstrukturen auch. Das ist ganz normal. Das ist in der Politik so. Aber man rauft sich dann zusammen und man versucht das Beste letztendlich auch für die Stadt herauszuholen. Ne? Neue Medien sind wichtig, soziale Medien sind wichtig, nur das beste Facebook und der beste Twitter ersetzt kein Gespräch am Wirtshaustisch oder auf der Straße, das ist ganz klar. Da bin ich Traditionalist und in diese Richtung müssen wir gehen, raus, sprechen, keine Diskussion verweigern, auch fähig sein, diskutieren zu können. Auch wenn vielleicht das Gegenüber mal am Wirtshaustisch anderer Meinung vertritt. Ich denke, hier muss eine gewisse Offenheit da sein, auch in Debatten eine Konfrontation einzugehen und auch den eigenen Standpunkt dabei zu bewahren. Aber ich glaube, das verschafft auch Respekt. Ich danke für das Gespräch. Danke. Ich bedanke mich.